Okay, willkommen bei Let's Play Until Dawn. Ich bezeichne es nicht als Remastered, weil ich habe es zwar schon mal gemacht am Anfang, nur ich habe es dann abgebrochen. Ja, ich hatte halt ansonsten viel zu tun und es kamen dann auch nicht wirklich Parts auf meinem Kanal. So, außerdem Together. Jetzt möchte ich es alleine machen, deswegen habe ich es auch neu angefangen und deswegen werde ich jetzt auch neu anfangen. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt alles gelöscht von der PlayStation. Also das komplette Spiel, alle Updates, alle Speicherstände, alles. Damit ich es einfach komplett nochmal neu anfangen kann. Ja, ich weiß, ich hätte auch einfach die Speicherstände löschen können, aber gut, ich habe es eben komplett installiert und gelöscht. Okay, wir werden also jetzt zusammen eine ganz neue Geschichte anfangen, ohne jeglichen Sachen, die ich gesammelt habe. Ihr seht hier auch nichts. Also um es zu beweisen. Ich habe wirklich alles gelöscht und ja. Ich habe nochmal kurz Einstellungen vorgenommen. Das wäre Audio, Musik ein bisschen leiser. Und den Untertitel, damit ihr auch mitlesen könnt. Originaldialog lasse ich jetzt mal weg. Das wäre der englische Untertitel, sage ich mal. Oder es war so, dass die Charaktere dann Englisch sprechen. Ja. Auf jeden Fall Spiel in Deutsch und wir werden jetzt eine ganz neue Geschichte anfangen. Der Schmetterlingseffekt. Der Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings heute kann in einigen Wochen zu einem verheerenden Hurricane führen. Joa. So jedenfalls die Theorie des Schmetterlingseffekt. Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Genau darum geht es nämlich in diesem Spiel ja auch. Jede kleinste Entscheidung ändert das Spiel komplett. Von seiner Handlung her. Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Wähle deine Handlung mit Bedacht. Werde ich, liebes Spiel. Das Spiel basiert übrigens auf einem Horrorfilm. Also das läuft wie ein Horrorfilm ab, ist kein reines Open-World-Game oder so. Ich denke, ihr solltet das Spiel ja kennen zum Teil. Wer es nicht kennt, lasst euch überraschen, wie sich das Spiel entwickelt. Jeden Fall ganz interessant. Da sehen wir schon unsere Teenager, um die sich alles dreht. Echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Und die einen Streich spielen wollen. Schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Hannah hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Ihr werdet auch später noch erfahren, warum denn die ganzen Teenager hier alle so gottverlassen sind. Das wird sich noch rausstellen. Oh, sie ist hier. Mike. Und sie spielen einen ganz miesen Streich. Zur Mike? Info, denkt an den Schmetterlingseffekt. Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Gut, nun schlüpfen wir erstmal. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh. Okay, nun schlüpfen wir erstmal in die Rolle von Hannah und dürfen sie ein wenig durch die Gegend steuern.
Das ist übrigens ein exklusives PlayStation 4 Spiel. Also wird es nicht auf anderen Konsolen oder ähnlichem geben. Halte R2 gedrückt, um die Notiz zu nehmen. Drehe sie dann mit dem rechten Steuerkreuz. Stick, wie auch immer. Oh mein Gott. Ey, hallo. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Ich wollte lesen. Oh. Zeit zum Eingreifen. Kollege, danke. Hannah, du siehst in dem Shirt so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer. Mike. Ja, okay. Ein mehr oder weniger schlechter Anmachspruch, um jemanden ins Bett zu bekommen, würde ich mal meinen. Na gut, wir werden sehen, was noch passiert. Ja, ich weiß, danke. Ja, das haben wir schon gelesen, okay. Übrigens finde ich auch die Grafik von dem Spiel echt nice. Und diese ganzen Staubeffekte, Partikeleffekte, whatever. Licht. Also gut, man kann sich hier in dem Haus frei bewegen, aber generell folgt das Spiel einer bestimmten Handlung. Nicht so wie in, was nehme ich als Beispiel, GTA 5 oder so. Da kann man sich ja wirklich frei in der ganzen Welt bewegen. Hier eben nicht. Nur in bestimmten Bereichen. Okay, was müssen wir jetzt machen? Ich spreche mal unsere Besowskis an. Oder ist eine Tür? Boah, wer hätte das gedacht, die ist zu. Nice. Oder so. Oh, Kollege. Ja, ich weiß, danke. Jeremiah Craig. Shit, Josh. Ach, wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Der wollte es wissen. Tja. Habt ihr eine Nachricht bekommen? Schön, dass du hier bist. Oh, wie der schon grinst. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen. Und sehen, was daraus wird. Boah. Digga, sag doch einfach gleich, dass du die flachlegen willst. Oh ja, ja. Oh, Junge. Am besten hat die noch kein BH an. Sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt. Was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hätte ich noch wenigstens so lange warten können, bis die sich ausgezogen hätte? Ich verstehe den Streich nicht, aber ist okay. Hallo? Willst du dich mal bewegen? Warum Josh wecken? Josh! Josh! Fuck! Ja. Leute, da draußen ist jemand. Ach, ist ein Ding. Was zum... Los, wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Han. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert, es war nur ein Scherz. Ja. Ihr Idioten! Hannah! Ja, natürlich. Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Nein, stehen bleiben. Also, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh, shit. Und jetzt kommen Quicktime-Events, die sind entscheidend. Für das Spiel. Also ganz wichtig. Schnellweg. Ihr solltet euch möglichst schnell angewöhnen, drauf zu haben. Oder einfach die Tasten kennen vom PlayStation Controller. Das Spiel baut nämlich auch größtenteils darauf auf Geräuschen folgen. Die Entscheidung war jetzt richtig.
Wie gesagt, jede kleinste... Ey, rechts, rechts, hallo. Die guckt erstmal in der Gegend rum. Oh, ist die doof. Jede kleinste Entscheidung beeinflusst die Handlung im Spiel. Und ich hoffe, der Ton passt so im Game. Ansonsten werde ich den nächsten Part anpassen. Ich werde mal schauen, wie der jetzt läuft. Ja. Das war so zu dem Film. Danke, dass du mir das jetzt erst sagst. Hallo? Ja, hier. Weißt du? Alter, ist was. Todestotem. Das sind Objekte, die im ganzen Spiel, in der ganzen Welt verstreut sind, die wir sammeln sollten, sag ich mal. Na? Nicht müssen, aber sollten. Das hat später noch einen bestimmten Hintergrund und Effekt. Okay. Lauf einfach deiner Schwester hinterher. Hannah! Hallo? Hannah! Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah? Ja, genau, natürlich. Voll da rein. Seems legit. Hallo. Festhalten! Ja, komm, nimm die Hand. Dein Ernst? Ach komm, ey. Psychoanalytiker. Und ich kann euch gleich sagen, dass ich den Kerl sowas von gar nicht mag. Bevor wir beginnen, um genau zu sein, ich hasse ihn. Ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Der macht mir also Angst. Immer du wieder. Du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Nein, danke. Manchmal. Ich verzichte. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Allein schon die Blicke.
Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Ah. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Da auch nochmal der Hinweis, dass jede Entscheidung das Spiel beeinflusst. Jo. Schick. Ja. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Das Bild schaut eher glücklich aus. Also würde ich sagen, ich bin glücklich. Ah, das ist gut. Ja, finde ich auch. Auf welche Weise hat es dich glücklich gemacht? Sommer, Sonne, Sonnenschein. Okay, falscher Film. Der Sonnenschein. Sonnenschein. Verstehe. Welches Wort beschreibt am besten dein Verhältnis zur Dunkelheit? Ich liebe die Dunkelheit. So, by the way. Ich bin depressiv, ich habe Angst. Weiß ich nicht, ich habe Angst. Keine Ahnung. Oh, Angst? Wirklich? Also, die meisten Menschen haben halt Angst im Dunkeln. Wo ich herkomme, ganz im Norden von Schweden, aha, sind die Nächte 18 Stunden lang. Cool. Warum glaubst du, hast du Angst vor der Dunkelheit? Auch interessant, dass ich das jetzt von ihm erfahre. Ich habe es nämlich schon mal durchgespielt. Aber, ja. Jedermanns Angst, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Tja, eine völlig natürliche Furcht. Dunkelheit ist tatsächlich das Ungesehene und folglich das Unbekannte. Und was wäre mehr Grund zur Furcht als die Schrecken der Unsicherheit? Oh je. Offenbar ist die Zeit um für diese Sitzung. Wir sehen uns wieder. Bald. Bis dahin empfehle ich dich fernzuhalten von dunklen Orten. Ha, ha. Ist ja nicht so, dass ich nachts spiele. Also im Spiel. Gut, tue ich jetzt auch, aber hä? Ist eine andere Geschichte. Lassen Sie sich schmecken, Ihren Kaffee. Nur so. Sony Computer Entertainment. Und Supermassive Games. Until Dawn. Oh,
Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillingen. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts hin, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja! Yeah. Kapitel 1 Freundschaft. 10 Stunden bis zum Morgen. Blackwood Pines. Hier spielt sich das alles ab. Sam, Hannahs beste Freundin. Umsichtig, abenteuerlustig, gewissenhaft. Hallo? Ist jemand hier? Weg zur Seilbahnstation, 21.02 Uhr. Okay. Man hat, glaube ich, im Intro, nenne ich es mal, schon gesehen, dass das Spiel wie ein bisschen wie ein Film aufgebaut ist. Charaktere werden vorgestellt mit ihren richtigen Namen, ein kleines Intro, ein Theme-Song, Odev in dem Fall. Ja. Und wir werden dann im nächsten Part schauen, wie es weitergeht, wie die ganze Story beginnt und wer die ganzen anderen Charaktere waren. Ich meine, man hat es zum Teil schon gesehen im Intro.
aber sie werden uns ja nochmal im Einzelnen alle vorgestellt und wir dürfen sie auch alle mal spielen. Gut, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Kommi da. Ansonsten verabschiede ich mich von euch und bis zum nächsten Mal bei Until Dawn.